So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Maites, aber diesmal gehen wir erstmal kurz als Walker rein, um am Spawn mal ein bisschen zu bauen. So, da. Wow. So, wir brauchen einen Shop, weil alle voll sind. Dann brauchen wir Signs. Hiervon ein. Machen wir gleich hiervon auch noch ein. I don't know. So. Der Shop kommt dahin. So, wir brauchen. Mal kurz. Wie wäre ein ordentliches Rezept? Gut. Holz. Gib mir mal etwas Wood. So. Möglichkeit. Was? Na gut. Preis wäre das. Achso. Hä? Genau, man braucht. Ja, okay, nehmen wir mal. Alles richtig, genau. Richtig. Okay, also einmal kann man mit dem bezahlen, einmal kann man mit dem bezahlen und einmal kann man mit. Ach komm, ganz ehrlich. Wir machen einfach mal 5. So. Nur ein bisschen Mengenrabatt. I don't know. So. Bap. Easy. So, dann gehen wir mal wieder als Ronix rein. So. Und jetzt können wir hier nämlich kaufen, was das Zeug hält. Und zwar alles. Also halt. Alles. Gib mir alles, was du hast, Bitch. Yeah, woohoo. Was? You have not enough in your inventory. Nein. Okay. Warum zeige ich mein Mikrofon so extrem von mir? So. Jetzt haben wir die richtigen Schilder. Jetzt können wir loslegen. Was ist denn eigentlich an? Mal zu hier. Die gibt es wieder komplett auf den Nerven hier. So. Okay. Ein zweiter Versuch. So, die sieht aber hier genauso scheiße aus, ne? Ja. So, jetzt aber. Gucke ich erst. So, das wäre hier der 3,4er. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja klar, ein bisschen größer wäre natürlich schon besser. Aber so sieht es schon mal besser aus als bei dem anderen Schild. Wäre halt schön, wenn es ein Schild gibt, wo sich die Größe automatisch so anpasst, dass das, was man schreibt, genau reinpasst. Dass also die Fläche optimal ausgenutzt wird, quasi. Jetzt vielleicht nicht stufenlos, sondern so ein paar Abstufungen, meinetwegen. Oder einfach ein Schild, wo man die Schriftgröße einstellen kann. Würde ja schon ausreichen. Aber so ist es halt echt hässlich. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass man, dass man bei dem anderen Schild Unicode-Zeichen eingeben kann. Wobei ich glaube, man kann bei dem ja auch Unicode-Zeichen eingeben. Das macht die Sache natürlich schon in dem Moment schöner, dass man da auch Symbole einfügen kann. Aber ja, ist halt trotzdem, wie gesagt, die Schrift ist halt einfach, einfach zu klein. So, und hier kommt nämlich gar nicht 0,0, sondern 0,1. 0,0 ist ja das, was am Ende rauskommt. Habt ihr bestimmt auch schon wie wild in die Kommentare geschrieben.
Sorry, produziere voraus. Die vorige Folge ist jetzt gerade mal 3 Minuten her. Black, ja. Können wir gleich noch ein politisches Statement hier senden? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, das Geld geht auch nicht. Immer diese Dinger, wo du immer hier unten auf Safe klicken musst, ist so kacke. Rollen, du kannst doch einfach 1% hinschreiben. Deine Mutter. Das Auge ist mit. Geht es ein bisschen schneller, als ich dachte. Aber schon mehr als die Hälfte fertig. Und jetzt kommt, ich habe ganz am Anfang irgendwo eine Zahl vergessen und das sind alle Stellen nochmal nachbearbeiten. Dann würde ich wahrscheinlich heulen. Ah, noch 4 Dinger. Yay. 3,1. 3, 3,1. Wait a minute. Ich habe die ganze Zeit mit 33 gerechnet. Aber ich brauche ja 34. Es geht ja von 0 bis 3,5. Also brauchen wir von 0,1 bis 3,4. Also 34. Ha. Gut, dann muss ich wohl noch einen Satz bauen. Hätten wir das auch geklärt. Gut. Er ist jetzt hier ein bisschen eng. Ja, vor allem ist er. Och nö. Oh Leute. Wollt mich eigentlich ruinieren? Oh fuck my life. Oh mein Gott. Auf einmal fühle ich mich so schwach. So verloren. Wir brauchen ja 34, nicht 33. Oh Mann. Also müssen wir doch nochmal alle Schilder umbeschreiben. Yay! War das klar oder was? Das war doch klar wie Kloßbrühe. Gut. Das brauchen wir. Wir brauchen. Und hier sonst gar nichts. Wir brauchen. Achso, haben wir schon. Das brauchen wir. Wir brauchen. Brauchen wieder ein Case. Ein Motor haben wir noch, ne? Ja, genau. Flex haben wir aber nicht mehr. Ne. Okay. So viel zum Probieren der Anlage. Hat ja gut funktioniert. So, wir brauchen Kupfer.
Ah, ne, wir brauchen ja drei davon. Kompressor. Hä? Ich dachte, für die Kupferplatte braucht man neun davon. Braucht man davon nicht neun für ein so ein Ding? Ah, oh gut, dann halt nicht. Dann ist ja alles. Hä? Ist so komische Anzahl. Ach, fünf braucht man. Ah, okay. So. Gut, das haben wir jetzt. Brauchen wir das hier? Brauchen wir Edelstahlbarren und Diamanten? Edelstahlbarren. Und vier Diamanten. Aber haben wir auch natürlich genau ein zu wenig. So. Dann brauchen wir Motor, das Ding, brauchen wir Gusseisen und Messing. Da hatten wir auch nichts übrig, ne? Da hatten wir auch schon alles verwurstet. Sehr geil. Bob, Bob, Bob. Jawohl! So. Weg. Gut, dann haben wir alles, was wir unten brauchen. Sehr gut. Also, das habe ich die Pistolen gar nicht dabei. Na, egal. Jutchen, das heißt, wir müssen das hier um eins verlängern. Wir müssen das um eins verlängern. Hä? Das war schon eins zu lang. Ach, weil ich ja letztens direkt einfach bei der Wand angefangen hatte, ne? Deswegen. Ja gut, dann ist das ja auch ganz gut. Haben wir das auch nicht gefixt? So. Da, so. Und dann kommt jetzt. Erst du. Dann du. Dann du. Und zum Schluss noch du. Hada! So. Perfekt. So, und hier ist jetzt noch ein Schild dran. Und jetzt müssen alle Schilder unbearbeitet werden. Sehr geil. Oh. Da bin ich ja mit Neuschreiben fast fertig. Fast schneller.
Yay! Alter Schwede, ey. Oh mein Gott. So, jetzt, ja, jetzt können wir die Anlage in Betrieb nehmen. Hä? Oh, ach so, ja, eben hier oben. Hier bräuchte ich ja auch noch. Eben, die beiden machen gar keinen Sinn, weil hier ist ja in beide Richtungen. Ja. Und dadurch, dass der das hier quasi nicht nur in die Richtung durchlässt, sondern gleichzeitig auch aus die Richtung zieht und das damit eine Priorität hat, gehen sowieso alle in die Richtung. Das heißt, wir haben eine relativ kurze Loop. Das ist ja herzallerliebst. Gut, das, was? Wir haben keine Sorting-Typen mehr? Achso, wir haben alle reingeworfen, ne? Ja, da kommen die gerade. Los, gib mir eine Sorting-Tube. Ich brauche nur eine, danke. So, das heißt, ja, kann das ja alles raus. Dann bringt das hier gar nichts. So, und stattdessen. Ja, doch, dafür. Die hier macht schon Sinn, die kann bleiben. Aber wie gesagt, hier muss es Hotting Cube rein. Und die muss sagen, dass alles geht nach Rot. Außer 0,7er geht nach Blau. Was wir noch nicht haben. So, und jetzt kannst du dann eigentlich wieder hier hin. So, müssen wir wieder eine relativ kurze Pipeline haben, weil genau, wieder alles in die Kiste geht. Okay. Kann einfach mal kurz Dinge ausschalten. Oh, danke. So, das andere Ding ist jetzt schon wieder zurück, oder machen die noch eine Reise? Bin schon wieder verhungern hier. Hinten kommt. Ja, das heißt, überall weiterleiten hat funktioniert. Er ist natürlich super langsam. Eigentlich könnte man bei den langen Strecken wirklich schon diese Accelerating Tubes machen. Da gibt es ja extra die Dinger, die die ganzen Sachen super hart beschleunigen. Wo kommt das Ü her? Hier diese. Die Dinger hier. Aber die brauchen halt extrem viel Scheiß. Und das ist halt wirklich pro Tube. Brauchen die zwei Magneten. Das ist natürlich schon ganz schön. Ja, das ist schon ganz schön. Ich meine, wenn ich Sachen im Kreativmodus baue, dann nutze ich nur die Dinger statt die normalen Rohre. Aber wenn man halt legit Sachen baut, wie wir hier im Let's Play, dann muss man schon gucken, dass man irgendwo sein Portemonnaie nicht fickt. Und da tun wir mit den Dingern auf jeden Fall. So, genau. Genau. Hier sind die beiden schon richtig. Den bräuchten wir technisch eigentlich nicht wirklich, nur hätten wir halt die Wahrscheinlichkeit, dass jedes zweite, was hier lang geht, erstmal kurz in die Richtung geht und dann wieder zurückzugehen und da runter zu gehen. Und damit geht es einfach alles ein bisschen direkter in die Kiste. Ja, ist das ja eigentlich ein bisschen unnötig, aber was soll's. Gut. Nehmen wir mal aus der Kiste raus hier. Und dann fangen wir tatsächlich mal an mit Uran. Rumzuspielen. Ja, was macht man nicht so in der Freizeit als mit Uran rumspielen? Ich meine, sollte in jedes Kinderzimmer gehören. Früher gab es sogar Nagellack mit Uran. So. Fun Fact, ist wirklich so. Lalalala. Dieses eine Holzding hier. Mal kurz, haben wir davon noch mehr? Okay. Dann gehe ich nochmal schnell zum Spawn und wandle das Ding auch nochmal schnell um hier. Also. Herr Schmidt. Oh.
Hatte früher einen Klassenkameraden, der hieß Schmidt. Schmidti. Ich hatte sogar zwei, fällt mir gerade ein. In meinem letzten beiden Berufsschulen, also in meinen letzten beiden Schulen, wo ich war, also jetzt nicht jetzt da, wo ich jetzt arbeite, sondern davor, in meiner Ausbildung, hatte ich bei beiden jeweils einen Schmidt. Lol. So. Du kommst noch da. Das Zeug kommt noch hier. Das auch. So, was wird noch Sand? Gut, dann sieht unser Metall gleich wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, unser erster Bündel Uran ist am Start. So, das heißt, alles geht nach Rot, außer Uran. Also 0,7er Uran. Das geht nach Blau. Und das wird auch immer, ne, alles geht nach Blau, das heißt, es wird auch immer hier weitergeführt. Bis hier. Hier kommt es nach Gelb. So, und wenn denn das gibt, ne, das 0,7er geht dann als 0,8er nach rechts und auch 0,6 als 0,6er nach links. Als 0,8er geht es nach links und als 0,6er geht es nach rechts. So, das 0,8er erzeugt dann auch wieder 0,7er. Das geht als alles nach blau. Und hier müssen wir jetzt aber wieder sagen, dass das 0,7er, was hier wieder rauskommt, dann als 0,7er nach Rot geht. So. Okay. Oh, ich traue mich nicht, das Kalk reinzuschmeißen. Das gibt eine Katastrophe. Adios. Schöne Welt. Es war mir ein Vergnügen. Oh, ist das geil. Ist das schön. Aber wie gesagt, solange die Anlage noch nicht richtig konfiguriert ist, wird halt sehr viel erstmal wieder hinten in der Kiste landen. Und das dürfen wir dann hier manuell einsortieren. Aber gut, ist halt so. Das gehört halt dazu, solange wie die Anlage noch nicht richtig konfiguriert ist. Da kommen sie alle. Diese Armada. Eigentlich hätte ich doch erstmal nur zwei reinmachen können, ne? Wäre vielleicht am Anfang ganz clever gewesen. Warum arbeitet sie nicht? Zentrifuge ist bereit. Strom hat sie auch. Aber sie arbeitet nicht. Wenn sie zu wenig Strom hätte, müsste es ja da links stehen.
Weil der wechselt immer zwischen ist bereit und hat so wenig Strom oder Einzelfission Power oder irgendwie sowas steht dann immer. Aber es ist einfach nur, Zentrifuge ist bereit, aber sie macht nichts. Sie braucht ja Dust. Du willst das ganze Zeug erstmal schleifen. Well, that's fucked up. Gut, danke. Dann können wir das Ganze hier direkt wieder rausschmeißen. Das ist denn, komplett nach hinten losgegangen. Sie braucht ja diesen Staub. So, und übrigens wollte ich hier ja auch machen, dass er nur nach, genau, Priority macht. Und wenn man nämlich hier irgendein Item reinmacht, zieht er aus der Kiste nur noch diese Items raus, die hier drin sind. Und das will ich nämlich auf jeden Fall auch machen, dass man hier reinmachen kann, was man möchte. Und der einfach nur 0,7 rauszieht. Von sich aus. So, dann brauchen wir erstmal eine Schreibmaschine hier. Ja, das war ja. Gut, das erklärt einiges. Ja. Ich meine, wir könnten eigentlich sogar, könnten wir, wenn wir echt Bock und super viel Langeweile haben. Wir haben nicht hinten jetzt eine Sorting-Tube. Wobei, gut, darunter ist das MV-Kabel. Aber wir könnten hier irgendwo, weil direkt hier drunter ist ja unsere Anlage. Wir könnten also einfach in diesem Kreislauf irgendwo bei einem von diesen Sorting-Tubes noch nach unten bohren und diese Dinger rauswacken. Indem wir einfach sagen, wir gehen hier nach unten und gehen dabei nach unten das 0,7er. Wie gesagt, da müssen wir hier das Kabel umlegen. Das heißt, ich wäre dann wahrscheinlich doch eher günstiger, irgendwie hier ein Loch zu bohren. Und dann einfach hier zu sagen, okay, bei nach unten 0,7er und dann hier das 0,7er müssen wir dann natürlich noch bei Rot reinmachen. Weil ansonsten geht es auch einfach nach dritten weiter. Ja, wir könnten also das Ganze wirklich komplett automatisieren. Gut, dann wäre es jetzt natürlich hier das mit dem Uran natürlich sinnfrei. Und auch hier. Vor allen Dingen aber mein Problem ist halt, dass die Anlage, also die Zentrifuge unten, halt doch schon extrem viel Strom verbraucht. Deswegen würde ich die wirklich ungern dauerhaft laufen lassen. Und da die Dinger zum Glück nur dann Strom ziehen, wenn sie auch wirklich gerade benutzt werden. Bin ich ganz froh darüber, dass, wie gesagt, wenn wir was brauchen, schmeißen wir einfach ein bisschen Zeug rein. Und dann ist halt gut. So. Einzige, was wir hier noch machen könnten, ist eine Automatisierungsanlage. Ich meine, wir haben hier noch Platz. Dass wir dann hier noch ein bisschen Abzweig machen. Dass wir das. Ne, wir gehen ja der mit dem 0,35er hier, den gehen wir dann ja hier raus, nach Rot. Und dass wir dann hier nicht nach Rot gehen. Sondern dann, ich weiß nicht, nach oben gehen mit dem Zeug, mit dem 3,5er und dann hier noch eine Pipe lang bauen, nach hier hinten und dann hier noch einen Kompressor hinmachen, der aus dem Zeug dann wieder Barren macht. Und dann entweder Crafting-Ding oder noch ein Kompressor, ich weiß gerade gar nicht. Aber also auf jeden Fall, dass wir halt aus dem. Was? Ach so. Dass wir aus dem Zeug. Okay, also. Okay, beziehungsweise doch kochen, genau. Das halt einen Ofen hinstellen, daraus dann das machen und dann aus dem Zeug einen Kompressor das machen. Und die Dinger können wir dann direkt in unseren Stickdämpfer da werfen. Ich meine, letztendlich, so viel brauchen wir hiervon nicht. Das heißt, so selten wie wir das brauchen, können wir das auch manuell einfach oben machen. Von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt als Priorität ansehen. Ich finde es immer witzig, wie er denkt, dass das hinten schon entladen ist. Das ist so dumm. Mein Test, was ist los mit dir?
Naja. Aber das könnte man sogar noch in der Hinsicht erweitern. Ja, also es sind noch sehr viele Optionen übrig. Gerade wie gesagt, das mit, dass dieses 0,7 hier direkt von der Anlage abgezweigt wird, kann man halt super leicht implementieren, weil das ist halt direkt hier drüber. Alles, was du brauchst, ist ein Rohr, was hier nach unten geht. So, das war's. Also, wenn das gewollt wäre, könnte man das super schnell machen. Aber wie gesagt, ich glaube aktuell nicht, dass das sinnvoll ist. Da sollten wir dann doch erstmal unser Stromnetz hier ausbauen, dass wir ein bisschen mehr Power haben. Damit das Ding da unten einfach dauerhaft mitläuft. Weil so viel wie hier produziert wird, ne, wir haben 5000 Blöcke. Das heißt, wenn wir das Ding wirklich einfach direkt unten straight reinpipen, dann würde die Anlage unten dauerhaft laufen auf Hochtouren. Und das heißt, das würde auch enorm viel Strom verbrauchen. Auf der anderen Seite könnten wir dann dauerhaft unser AKW hier benutzen. Das heißt, wir hätten auch die ganze Zeit schön viel Strom. Wäre auch wieder wahr. Aber ne, da muss ich noch wirklich überlegen, ob ich diesen Pfad gehen möchte. Wäre schon geil, aber ein bisschen creepy ist das schon. Gut, was wollten wir? Erstmal Folgenpause. Gut, dann ja, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.